CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet fest damit, dass ihr Nachfolger im Parteivorsitz auch Kanzlerkandidat der Union werden will. Ich gehe davon aus, dass jemand, der sich als CDU-Vorsitzender aufstellen lässt, das auch tut, um Kanzlerkandidat zu werden, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presseagentur. Wer sich jetzt als CDU-Vorsitzender bewirbt, bewirbt sich auch CDU-intern um die Kanzlerkandidatur. Das ist vollkommen klar, das ist miteinander verbunden, so Kramp-Karrenbauer weiter. Spekulationen, nach denen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auch nach der Kanzlerschaft schielt, hatte der CSU-Chef zuletzt selber eine Absage erteilt. Seinen eigenen guten Umfragewerten zum Trotz. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in Bayern zum einen. Zum zweiten glaube ich, dass diese Umfragen im Moment... Das gilt für jetzt und für immer. Ja, das ist doch ganz klar, dass die Umfragen im Moment auch nur im Momentaufnahmen sind. Die sind ja geschuldet der aktuellen Situation. Keiner darf glauben, dass er mit den Umfragen und Umfragenwerte des Jahres 2020, 2021 ohne Probleme gewinnen kann. Ende des Jahres will die CDU einen neuen Vorsitzenden wählen, der auch als potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Angela Merkel gilt.